Moin moin und herzlich willkommen zu meiner Waffenreview von der LR-300ML. Ja, ziemlich merkwürdiger Name, ist ein Sturmgewehr, relativ ähnlich zur M14 EBR. Ist eine RP-temporäre Waffe, wer hätte es gedacht. Und ja, lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich. Also erstmal, ja, ähnlich wie die M14 EBR, das heißt, sie hat einen relativ niedrigen Rückstoß. Ich zeig's euch einfach mal. Hier könnt ihr wunderbar mit sprayen. Schnelle Nachladezeit, die beträgt gerade mal 1,8 Sekunden. Aber wie ihr schon seht, ist sie trotzdem nicht wirklich präzise im Spray. Also der Rückstoß ist zwar echt niedrig, aber ihr könnt damit nicht so wie mit der M14 oder mit anderen Waffen, die so ähnlich sind, der KTR oder so, könnt ihr damit nicht einfach so rumsprayen. Also ihr habt das so auf kurze Distanzen, klar, da ist das kein Problem, da könnt ihr einfach rumballern wie die Wahnsinnigen, aber das könnt ihr irgendwie auch mit einer AK-47. Die Waffe bietet einfach reell keine Vorteile. Sie kostet 10.000 RP für einen Monat, 1.000 für einen Tag. Also halt das, was am teuersten eigentlich ist. Und lohnt sich aber halt nicht wirklich. Also ihr habt im Vergleich zu M4.1 ungefähr dieselbe Feuerrate. Ihr habt einen niedrigeren Schaden, 28 Schadenspunkte in die Brust. Hat zwar einen One-Hit-Kill auf den Kopf und auch die 28 Schadenspunkte sind noch ein 4-Hit-Kill und damit eigentlich ganz in Ordnung. Aber es lohnt sich halt einfach nicht, dafür RP auszugeben. Das, was die Waffe hier kann, das kann auch irgendwie fast jede andere. Ihr habt es jetzt gesehen, zwei Treffer, gerade mal 40 Schaden, irgendwie in Brust. Und das sind Sachen, die sind mit vielen anderen Waffen besser zu regeln. Und ja, das Einzige, was ganz toll ist eigentlich, ist die Nachladeanimation. Das mag ich ganz gerne hier so mit dem ja, einfach fallen lassen des Magazins, aber so richtig bringen tut's auch nichts. Ist vom Design her ganz nett. Ist zwar eine eher schlichte Waffe, aber dafür schaut sie ganz gut aus. Sind viele Details dran, zum Beispiel die Schrift da links ist ganz nett. Das Visier schaut echt geil aus. Ja, hätten sich die Entwickler aber etwas mehr für einfallen lassen. Wäre das Visier zum Beispiel nützlich gewesen, dann wäre es eine coole Waffe, so dass man dadurch Kimme und Korn zielt. Aber in der Version, wie sie hier jetzt zu haben ist, für 10.000 RP würde ich sie euch nicht empfehlen. Ich habe sie mir halt einfach nur zum Testen gekauft. Aber ich an eurer Stelle würde die einfach mal meiden. Ist das Geld nicht wert? Ja, das wär's dann.